alle Spiele der Regionalliga West live und on demand auf sporttotal. Und Felix Weller pfeift die Partie an. U21 des 1. FC Köln gegen Preußen Münster. Die Kölner in weiß und rot im ersten Durchgang. Von links nach rechts die Gäste in schwarz. Von rechts nach links. Viel Spaß. Der den zweiten Ball bekommt und nochmal flanken darf. Scherder passt aber auf. Also richtig bekommen sie den Ball nicht los. Und der erste Abschluss. Der 1. FC Köln. Und Henok Teklapp. Auf der anderen Seite geht erstmal ins Dribbling und sucht den ersten Abschluss für Preußen Münster. Jetzt mal der Ball auf Teklapp. Wenn er da rankommt, hätte er mal ein bisschen Platz auf dem Flügel, bringt den Ball mal in die Mitte. Lorenz hinten mit dem Volley und der ersten richtig guten Gelegenheit für Preußen Münster. Die beiden Flügel im Zusammenspiel. Teklapp mit der Flanke. Lorenz hat da Platz und Zeit. Nimmt den technisch schön. Und viel fehlt da nicht. Julian Roloff konnte den Ball nur noch hinterher schauen. Direkt in Limnios. Macht's aber kurz. Mit Schwirten. Und darf jetzt flanken. Und da kommt der Kopfball. Und das ist die Möglichkeit. Und das 1:0 für Köln. Aber die Fahne ist oben. Von Waldemar Stohr. Schauen wir nochmal drauf. Da kommt die Kopfballverlängerung, kein Abseits. Und dann in der Mitte, als Salger müsste es sein, der rankommt. Schwierig zu sehen. Bringt den Ball in die Mitte und da ist die Möglichkeit für Gerrit Wegkamp. Wird erstmal rausgeköpft. Münster erstmal in Unterzahl. Zweite Flanke wird verlängert von Hahn auf Wegkamp in den Rückraum. Wird geblockt, Handspiel gefordert. Wellers winkt sofort ab. Es gibt die nächste Ecke. Wir schauen nochmal drauf. Hier der Abschluss von Buchrama. Und dann ist der Arm am Körper von Agnes Tanli. Nicht irgendwie weit weg. Und so würde ich sagen, korrekte Entscheidung. Rote, ja, schaltet ein wenig zu langsam, wird gestört und der Ball landet bei Limnios. Er wartet, dass Najombi ihn hinterläuft. Der kann jetzt flanken. Geklärt und schlags aus der Distanz. Das war ein Pfund. Rote, Ball kommt zu guten in die Spitze. Fahne ist oben, Ball ist im Tor. Aber die Fahne von Buschmann ist oben und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Schauen wir drauf. Ja, da sehen wir nur noch das Ende vom Zuspiel. Der bewegt sich guten nach vorn. Sah im ersten Moment auf jeden Fall eindeutiger aus. Und jetzt die Kölner mit Platz. Schwirten kann sich die Seite raussuchen. Entscheidet sich für Limnios. Der rutscht ein wenig ab, bringt den Ball wieder in die Mitte. Und da ist das Tor für den 1. FC Köln. Münster trifft, aber es zählt nicht. Und auf der Gegenseite trifft Köln in Person von Maximilian Schmid. Keine Minute zwischen diesen beiden Aktionen. Und jetzt führt der Außenseiter hier. Schwerten mit viel zu viel Platz auf Limnios, der sich abdrängen lässt nach außen. Den Ball aber noch in die Mitte bringt. Schwerten verlängert. Und Maximilian Schmid grätscht rein und erzielt seinen 10. Saisontreffer bereits. Aber Köln setzt nach und hat den Ball wieder. Jetzt wäre mal Platz da für Remberg. Macht er richtig gut. Rechts läuft Wegkamp, der jetzt den Ball auch bekommt. Etwas zu weit raus. Ball kommt in die Mitte und wird dann abgeblockt von Stefan Salger. Durchgang 1 war es ja meist Lorenz, der die Ecken geschlagen hat. Jetzt Teklapp. Aber keine Gefahr fürs Erste. Zweiter Ball kommt hinein und die Möglichkeit und der Ausgleich. Nikolai Remberg mit dem 1:1 für Preußen Münster in der 52. Spielminute. Da können die Kölner diese Ecke nicht final klären.
Und dann bringt Remberg den Ball im Tor unter. Wooten macht ihn wieder scharf. Der rutscht immer weiter durch. Und dann ja fast eine Art Seitfalls hier ins Tor zum Ausgleich. Wooten versucht wieder Tackle zu finden. Köln passt aber auf, das ist ein böser Ballverlust. Dennis Grote ist dazwischen. Geht vorbei an Salger, liegt jetzt nochmal quer. Buchrama und Rodolf. In der kommenden Woche in der Partie gegen Lippstadt gesperrt. Jetzt der Freistoß von Breuer getreten und fast das Eigentor. Um den Ball vom Tor wegzutreten mit links gelingt ihm. Und das ist die Möglichkeit, starke Parade von Julian Rodolf gegen den Kopfball von Dennis Grote. Wehkamp. Lorenz. Ja, zieht ab. Macht es selbst. Wooten verpasst knapp. Wehkamp dann am zweiten Pfosten auch. Da rechnen alle mit der Flanke und das weiß das Schlitzohr Marc Lorenz. Wooten kommt nicht ganz hin. Rohloff auch nicht, aber der Ball geht vorbei am Pfosten. Um den Ball jetzt dann zu bringen. Macht er auch, aber verteidigt Tecklapp aus der Distanz, aber drüber. Ecke von Lorenz. Kommt rein, geht in Richtung Tor am zweiten Pfosten, kommt dann mal in die Mitte, Schussmöglichkeit, Hahn, der Ball ist im Tor, nicht im Tor, er ist im Tor. Von der Unterkante der Latte geht er rein und Gerrit Wehkamp trifft wieder im siebten Aufwärtsspiel in Folge. So, was ist passiert? Langlitz bringt den Ball in die Mitte, dann ist es Hahn und dann Wehkamp und dann ist der Ball wohl hinter der Linie. Danach sieht es zumindest aus. Ist aus der Position hier aber nicht zweifelsfrei zu beantworten. Salger. Breuer. Kombinieren das jetzt mal ganz gut. Kommt der Spitze Schmied da noch ran? Ja, bringt den Ball in die Mitte und der Ball ist im nicht im Tor, ist im Tor. Nein. Und hier sehen wir die Szene nochmal. Schmied legt den Ball in die Mitte, Hahn sprintet hinterher und Gretsch steht dann da noch weg. Riesentat von Alex Hahn. Ganz knapp vor Bierna Jombe. Benjamins. Bock mit der Flanke, wird verlängert, viel Platz und nicht das 3:1, weil Simon Scherder an einem glänzend reagierenden Julian Rohloff scheitert. Aber weiter geht's, Tackle-up. Zweite Flanke, jetzt hat Köln bereinigt und kann es mehr rausschlagen. Da ist Fenkert da. Özkan nochmal nach vorn. Münster ist da, die Pfeife von Weller ist im Mund und das Spiel ist aus. Preußen Münster schlägt in einem Kraftakt die U21 des ersten FC Köln